Moin Moin aus Hamburg, Koi Definition mit dabei Leuten wie auf meinem Kanal und willkommen zu der zweiten Folge von R9's World Tour. Wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, spielen wir heute mit der türkischen Nationalmannschaft. Viele haben sich das gewünscht, auch unter anderem sehr viele über Instagram. Und dann dachte ich mir, machen wir das einfach. Lasst auf jeden Fall mal dafür ein Like da. Ich bin mal gespannt, wie viele Likes wir hier schaffen können mit der Türkei. Also Ziel wäre, sag ich mal, für diese Folge mit der Türkei 100 Likes. Also das wäre auf jeden Fall mega heftig, dass wir hier ja mit der türkischen Nationalmannschaft spielen. Ihr könnt das schon sehen, ich habe die Bank genommen und die Reserve, also alles full. Ihr könnt sehen, wir haben hier Emre Çolak, Ekici und sorry, dass ich irgendwelche Namen falsch ausspreche. Ja, ihr könnt die Namen sehen. Ünal ist, glaube ich, eines der größten Talente Europas, spielt hier bei Valladolid. Ja, auf jeden Fall ein richtig krankes Talent. Dann haben wir Çalhanoğlu, Arda Turan, bekannte Namen auf jeden Fall. Dann zu der Startelf, da haben wir unter anderem Kadirim, Toprak, Ayhan von Düsseldorf sollten auch eigentlich viele von euch kennen. Dann Özkar Bayragli. Oh, safe, Digga, falsch ausgesprochen, aber was soll ich machen? Vorne haben wir dann noch Ünder, den sollten eigentlich auch viele kennen, auch eines der größten Talente Europas, würde ich sagen. Dann haben wir Belözoğlu, Şahin, Mali und vorne haben wir die beste Karte hier in dem Spiel, beziehungsweise in dem Team natürlich Burak Yilmaz, der auch schon sehr, sehr lange dabei ist. Ja, 85er Jahrgang, also ich kenne Burak Yilmaz auch schon übelst lange. War auf jeden Fall schon des Öfteren auch bei internationalen Topspielen dabei. Und vorne haben wir dann eben den R9. Also das Team sieht auf jeden Fall ziemlich fresh aus, wie ich finde. Und den Torhüter habe ich vergessen, Günok natürlich. Ja, also mit dem Team kann man auf jeden Fall was anfangen, würde ich sagen. Und wie gesagt, wenn ihr das feiert, dass ich hier mit der türkischen Nationalmannschaft spiele, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Das sind die besten türkischen Spieler, die es gibt in FIFA 19 in Ultimate Team. Und ja, mit den Besten werden wir jetzt auch spielen und ich freue mich auf jeden Fall gleich mit der türkischen Nationalmannschaft mein erstes Spiel zu machen. Mich würde es mal interessieren, wie viele Abonnenten ich habe, die aus der Türkei kommen oder eine Verbindung zu der Türkei haben. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. So, wir haben hier unseren ersten Gegner. Natürlich habe ich auch das Wappen von der Türkei genommen und die Trikots sind auch natürlich am Start. Von daher würde ich sagen, let's go, ich habe Bock, mal schauen, was der Gegner für ein Team hat. Okay, ja, die Witzel im Sturm, Alaba, Havertz, Vieira, Matheus, Firmino, Da Costa, Ramos, Piqué, Alonso und dem Tor De Gea. Ein sehr, sehr starkes Team, wie ich finde. Oh no, Alaba. Oh, Firmino ist durch. Firmino ist durch. Kadirien muss klären und Firmino macht hier eiskalt das 1-0. Damals steht fest, ein Spieler müssen wir schon mal discarden. Das ist bitter. Oh, was ein Fehler von ihm. Was ein Fehler. Oh mein Gott, nein, nochmal. Ey, rot. Tor und rot, würde ich sagen. Wenn das gehen würde. Aber egal, 1 zu 1. Nice. Natürlich ein riesiger Fehler von ihm. Und wir konnten es zum Glück ausnutzen. Glaubt ihr eigentlich, dass Toprak noch den Verein wechselt? Es gibt ja momentan Gerüchte. Weil Dortmund ja auch relativ viele Innenverteidiger hat. Oh mein Gott, Firmino. Ah, stark verteidigt von Ayhan. Das ist Pepe, der jetzt neuerdings bei Arsenal spielt. Oh, schöner Pass zu Havertz. Und Havertz macht hier das Tor. Er hat ihn zwar grün getroffen, aber ich wundere mich gerade, kann man den nicht eigentlich halten? Müsste ich mir sonst nochmal anschauen. Der Schuss kommt halt echt schon gut. Aber so platziert war der jetzt auch nicht. Ja, schade. Aber wir suchen hier die direkte Antwort. Mali. 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 Nein, das gibt es nicht. Was ein Pech. Mali trifft nur die Latte. Also, Unschien will ich hier auf jeden Fall holen. Let's go. Das ist Ünder auf der rechten Seite. Emre in die Mitte. Das ist alles sehr, sehr stark gespielt. Aber wir müssen jetzt zum Abschluss kommen. Mali, Mali, Mali. Was ein super Tor. Let's go. Mali. Macht ihr das 2-2? Vielleicht ist ja noch mehr drin. Aber ich wäre eigentlich schon mit dem 2-2 zufrieden. So, letzte Möglichkeit hier im Spiel vielleicht. Wir schicken wieder Ünder lang. Rechte Seite. Ünder. Ünder in die Mitte. Oh, das ist so gut gespielt. Das ist so gut gespielt. Das muss. Nein, das gibt's nicht. Nochmal. R9, ja, oh mein Gott, was ist das für eine Parade von De Gea? Gegen R9, Digga, gegen unseren Optimus Prime R9. Holt De Gea den raus, Digga, ich fasse es ja nicht. Mit dem Kopf. Mit dem Kopf, Digga, oh mein Gott. Also Verlängerung, Şahin. Das ist Emre. Ünder. Oh, nochmal zurück. Und schieß. Oh, wie gut war das gespielt schon wieder. Ich glaube, das war Emre, der hier das Tor gemacht hat. Let's go, da feiern wir auf jeden Fall mit unseren Ost. Ja, er läuft in die Hände von, in die Arme besser gesagt, von Arda Turan. Let's go, Emre. So eine Minute Nachspielzeit, das sollten wir eigentlich geschafft haben. Und damit ist der erste Sieg
Mit der Türkei auf jeden Fall am Start. Ich hatte nicht gedacht, gerade gegen das Team und das Spiel war echt nicht schlecht, dass wir das hier gewinnen. Aber die Jungs haben es auf jeden Fall ziemlich gut gemacht und wir gehen ins nächste rein. So, unser nächster Gegner hier. Oh mein Gott, der hat einfach auch. Nein, zwar eine Version drunter. Wir haben ja den Prime Optimus. Er hat hier die drittbeste Variante, beziehungsweise die zweitbeste Variante natürlich. Ja, das Team sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Hazard 97. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird schwer für die Türkei, aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir es packen mit den Jungs hier. So, was können wir mit R9 machen? Koketter da, zack. Ey, Junge, lauf doch. Oh, Emre ist das, Emre! Und er macht schon wieder das Tor. Emre ist echt eine Maschine, Jungs. Also diese Abschlüsse, das ist nice. Geht er wieder zur Ader? Ah, nee, ich glaube, diesmal ist ein anderer. Nice, 1-0 für die Türkei. Ecke. Das ist R9. R9 kommt zum Abschluss. Und, oh mein Gott, was für ein Tor einfach geschossen haben, und es würde mich nicht wundern, wenn er jetzt quittet, weil das Gegentor war schon extrem bitter. Ich freue mich zwar schon, aber ihr habt das Tor gerade gesehen, das war schon ziemlich unlucky, und damit gewinnen wir die Partie mit 2 zu 0. Nehmen wir auf jeden Fall mit, das heißt, wir haben zwei Siege jetzt mit der Türkei in zwei Spielen. Ihr erinnert euch, in der ersten Folge hatten wir mit Belgien zwei Siege und eine Niederlage, das heißt, besser, beziehungsweise, ja, doch besser als die belgische Nationalmannschaft sind wir auf jeden Fall jetzt schon bereits. Und mal schauen, was in der dritten Partie passiert. So, unser letzter Gegner hier hat Rashford, Zaha, Willian, Moutinho, Fred, Herrera, Rose, Christensen, Matip, Klein und Alisson. Ja, ein Team, was auf jeden Fall schlechter ist als die zwei anderen, aber was nichts heißen muss. Oh, da ist wieder eine Lücke. Yilmaz ist ein kranker Spieler, Jungs. Ihr seht das, die 91er Karte. Alter, der hat auch Moves drauf. Das ist ehrlich krank, Mann. 1-0 für uns. Und wenn wir tatsächlich drei Siege holen würden mit der Türkei, wäre die Türkei momentan auf Platz 1. So, Freistoß jetzt. Da ist wieder Emre, unser Spielmacher. Ayhan. Schön gespielt. Das ist Ünder. Ünder. Oh, schade. Oh, nein. Oh mein Gott. Nein. Burak. Burak. Foul, Schiri, ey. Jawohl, wir kriegen den Freistoß. Mal schauen, was wir machen können. Ich werde ihn mal lang schicken. Mali läuft. Das sieht sehr gut aus. Mali. Oh, mach ihn. Nein. Oh, was ein Fehler von ihm. Nein. Yilmaz, steh auf. Yilmaz, er steht auf. Doppelpack. Burak. Yilmaz. Let's go. Ünder läuft. Ünder läuft. Ah, wir können ihn nicht anspielen. Gehen nochmal in die Mitte. Zu Nuri Sahin. Das ist gut gespielt. Das ist Mali. 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 Oh no. Oha, was ein faules Spiel von ihm. Aber wir machen weiter. Wir machen weiter. Emre trifft den Pfosten. Können wir dann nochmal machen? Oh mein Gott. Das ist Nathaniel Klein. Ah, das wäre jetzt nicht so geil, wenn wir hier den dritten Discard kassieren würden. Aber erstmal geklärt, ja. Oh, wir kriegen sogar einen Gegenkotter. Pfeif nicht ab, pfeif nicht ab. Oh, in der Lauf. Jawohl. Nochmal hoch. Und nochmal runter. Nein. Nochmal hochgespielt. Da steht Mali. 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 Ja, schade. Fuck. Let's go. Nein läuft. Nein läuft. Oh, dieser Pass von Emre. Wir spielen nochmal hoch. Das ist so stark gespielt. Und Inder macht hier das 3 zu 0. Und das wird der Quiz sein. Wie stark spielen wir bitte? Wie stark spielen wir bitte? Das heißt, das erste Spiel haben wir 3 zu 2 gewonnen, das zweite Spiel 2 zu 0 und das dritte Spiel mit 3 zu 0. Ja, das muss erstmal eine Nationalmannschaft toppen, würde ich sagen. Damit steht Türkei erstmal easy auf Platz 1. Wenn er doch quittet, er oder macht er weiter? Er macht weiter, okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann hoffen wir noch weitere Tore. Jetzt haben sie Lust, jetzt. Ey, Elva, ja, das ist Elva. Ganz klares V-Spiel an Yunus Mali und jetzt haben wir die Möglichkeit, er kriegt sogar Gelb-Rot mit Klein. So, ja gut, Mali hat ihn rausgeholt. Dann soll Mali ihn auch reinmachen. Er macht ihn auch. 4 zu 0. Let's go. Da jetzt hat er Start gedrückt. Jetzt wird er quitten. Okay, damit haben wir die dritte Partie mit 4 zu 0 gewonnen. Zum Glück nur zwei Discards. Und die Türkei springt auf jeden Fall auf Platz 1. Drei Siege. Ja, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zu den Discards. So, da wir nur zwei Discards haben, sind die Discards auf jeden Fall nicht krass. Da waren die auf jeden Fall in der ersten Folge viel heftiger. Das heißt, der Rechtsverteidiger geht weg. Und in dem Fall ist Sahin noch ein bisschen billiger als Mali momentan.
auch wenn nicht viel. Und ja, das waren die zwei Discards, aber ich denke, im Vordergrund stand einfach, dass wir ja mit der türkischen Nationalmannschaft gespielt haben. War auf jeden Fall ein geiles Video, wie ich finde. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ja, schreibt gerne in die Kommentare, welches Team ich als nächstes nehmen soll. Ich bin raus, wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Euer Kollege der Finisher. Ciao.